I got one wife. Ich bin mit einer Frau verheiratet. And I got three children. Und ich habe drei Kinder. It's important. Das ist wichtig. Instead of three wives and one child. Ja, statt drei Frauen und ein Kind. My father is from Tunisia. Mein Vater kommt aus Tunesien. And about 30 years ago. Und vor ungefähr 30 Jahren. I met Jesus in a church. Bin ich Jesus in einer Gemeinde begegnet? Okay, the camera people. Die Leute an der Kamera. Wake up, shake up. Wacht mal auf. Because I'm moving. Denn ich beweg mich. Now you're sitting. Jetzt sitzt du noch. But stand up, man. Steh auf. Because there's some action in the house. Dann es wird hier ein bisschen Action geben. Because I'm moving, you know. Denn ich beweg mich, wisst ihr? Okay. So 30 years ago. Vor 30 Jahren. My brother came home after being to church. Kam mein Bruder aus der Gemeinde nach Hause. He was 12 years old. Er war 12 Jahre alt. And it was the first time that he went to church. Und es war das erste Mal, dass er in die Gemeinde gegangen war. And he came home. Und er kam nach Hause. And he said, "Daddy and Mama." Er sagte, Papa, Mama. I'm a child of God. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. My father was Muslim. Mein Vater war Muslim. My mother was a little bit churchly. Und meine Mutter hat ein bisschen was mit Christentum am Hut. But they were a little bit shocked. Aber die waren ein bisschen schockiert. And then they said, "It will pass over." Und haben sich gedacht, ach, das vergeht wieder. So after the holidays, my brother, the first thing my brother says, "I want to go to church." Und nach dem Urlaub sagte mein Bruder das erste, was er sagte, ich will wieder in die Gemeinde. God really touched his heart. God really touched his heart. Gott hat wirklich sein Herz berührt. So he went back to church and my mother says, "I will bring you." Und er ging wieder zurück in die Gemeinde und meine Mutter sagte, ich bringe ihn hin. And the first time she waited outside. Und das erste Mal hat sie draußen gewartet. The second time inside. Und das zweite Mal war sie schon drin. And the third time God get her. Und beim dritten Mal hat Gott sie erwischt. So two were in. Zwei waren also schon drin. Two were out. Zwei waren noch draußen. And my brother and my mother came home from church. Und mein Bruder und meine Mutter kamen nach Hause aus der Gemeinde. Like this. So. Hallelujah. 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 Yeah, Lisa. Go, Lisa. Go, Lisa. Go, Lisa. Yeah, yeah, yeah. So, I saw and listened. This is an important message already. Also, hör zu, das ist jetzt schon wichtig. I saw where they came from. Ich wusste, wo sie herkamen. They came from church. Sie kamen aus der Gemeinde. I saw it. Ich habe es gesehen. I felt it. Ich habe es gespürt. I didn't know God at all. Ich habe Gott überhaupt noch nicht gekannt. But I saw God in them. Aber ich habe Gott in ihnen gesehen. It's nice. Das ist wirklich schön. So I went to church. Also bin ich in die Gemeinde gegangen. Because I thought there's something happening. Und da dachte, weil ich mir dachte, da passiert irgendwas. And there was something happening. Und da passierte tatsächlich was. Because the first time I came to church. Denn das erste Mal, als ich in die Gemeinde ging. And I came to church to a Suriname church. Ich bin in eine Gemeinde surinamesische Gemeinde gegangen. Okay. Like a lot of Suriname people here also. No, es sind ganz viele Leute aus Suriname hier, oder? So, it went like this. Und so ging's dazu. Gado de mambungado, so ade. You don't have to translate. Thank you. Gado de mambungado, so ade. Gado de mambungado, so ade. Gado de mambungado, so ade. Times 1,000. Und das 1,000-mal wiederholt. And people were singing and experiencing God. Und die Leute haben gesungen und haben Gott erlebt. I've never experienced something like that. Und sowas hatte ich noch nie erlebt. People were free and singing and expressing their love to Jesus. Die Leute waren frei und haben gesungen und haben ihre Liebe zu Jesus ausgedrückt. Gado de wambungado means God is a good God. Und dieser Satz meint, Gott ist ein guter Gott, den ich gerade gesungen habe. So I was sitting there as a boy of 15 years. Und da saß ich als 15-Jähriger.
And I was a little bit recovered from Gado de Wambungado, you know. Und ich erholte mich gerade von diesem Lied. And then there was something else. Und dann war da noch was. When the preacher was preaching. Als der Prediger predigte. People respond. Haben die Leute darauf reagiert? So people were saying, yes, yes, preach it, come on, amen. Und die Leute sagten, predige es, ja, amen. So if you want to shout today. Wenn ihr also heute rufen möchtet. If I'm preaching. Während ich predige. It's okay. Ihr dürft Zwischenrufe machen, ist in Ordnung. There are my roots. Da sind meine Wurzeln. Shall we try it once? Sollen wir das einmal ausprobieren? Yes. Ja. For example, I say God is good. Zum Beispiel, ich sage, Gott ist gut. Jesus is alive. Jesus lebt. The devil is destroyed. Der Teufel ist zerstört. I'm alive. Ich bin lebendig. Yeah. Ja. Goes well. Geht gut. Say to your neighbor, you did good. Sag mal zu deinem Nachbarn, hast du gut gemacht. You did good. Hast du gut gemacht. So this is only the introduction. Das ist erst die Einleitung. This is not from the 40 minutes. Das zählt noch nicht zu den 40 Minuten. So I want to challenge you this morning. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern. Maybe it goes a little bit different than you are used to. Vielleicht ist es ein bisschen anders, als ihr es gewöhnt seid. But please open your heart. Aber bitte haltet eure Herzen offen. Because God wants to do a great thing. Gott möchte etwas Großes tun. He's already doing a great thing. Und er tut bereits etwas Großes. I was sitting in the church there. Ich saß dort in dieser Gemeinde. So I recover from Gado de Wambungado. Also ich erholte mich gerade von diesem Lied. Amen, amen. Amen, amen. And then I heard the message of Jesus for the first time in my life. Und dann hörte ich von Jesus Christus. And it touched my heart. Und es hat mein Herz berührt. 2 years later. Und mit meinem ganzen Herzen brechen. Because I love it. Because I love him. Weil ich ihn liebe. And he loves me. Und er liebt mich. And you know, fangen. But it's a challenge to stay on fire. Aber es ist eine Herausforderung, so feurig zu bleiben im Glauben. Because lives happen. Life happens. Weil das Leben einfach uns zustößt und passiert. With all our highs and all our lows. Mit allen Höhen und allen Tiefen. It's a challenge to stay on fire with Jesus. Und das ist eine Herausforderung, feurig zu bleiben für Jesus. But I believe we need it. Aber ich glaube, wir brauchen das. This is the amen point. Das ist der Punkt, wo ihr jetzt amen sagen könnt. Ich helfe euch ein bisschen. Ich sage yes, well, there's an amen point. I do like this. Und jedes Mal, wenn dieser Amen-Punkt so kommt, mache ich you wake so. Up. Oh yeah, amen. Okay. Und dann wacht ihr auf und sagt Amen. Okay. Okay. Nice, nice. Sehr schön. Wait a minute. Moment. I'm not leaving. Ich gehe noch nicht. You're doing great. Ihr macht's wirklich super. I went with the plane to this place. Ich bin mit dem Flugzeug hergekommen. And let's be honest. Und ich will jetzt ganz ehrlich sein mit euch. Okay. Who of you guys packed a suitcase? Wer von euch hat einen Koffer gepackt? Okay. Who brought too much? Wer hat zu viel mitgenommen? No. Great. Du nicht. Just enough. Genau richtig, nicht zu viel. A lot of times we bring too much. Ganz oft bringen wir viel zu viel mit. And then we carry some suitcase. Und dann tragen wir irgendwelche Koffer. And it's heavy. Und es ist schwer. And sometimes we go with the suitcase. Und manchmal gehen wir mit diesem Koffer und stoßen überall an. And we bump to people. Ja, wir laufen einfach in Leute rein. It's irritating. Und das ist wirklich nervig. Because you have too much. Weil ihr zu viel Sachen dabei habt. And you carry too much with you. Und ihr tragt viel zu viel mit euch rum. Sometimes in life it's the same. Manchmal in unserem persönlichen Leben ist es dasselbe. We carry too much wir tragen with us. Zu viel mit uns herum. And that's why my preaching today.
Und darum predige ich heute Travel Light. Über das Thema mit leichtem Gepäck reisen. Travel Light. Mit leichtem Gepäck reisen. In English it sounds cooler than in German. I know, unfortunately. Okay. But you get the point? Aber habt ihr das, den Punkt begriffen? Now, travel. Literally, this is all my stuff I brought with me for 3 days. Für drei. For real. And you can wear underwear. You know. Es ist ganz einfach. No. Sorge, nein, es war ein Witz. Oh, good. I smell good. Feel cool at the airport. Aber ich fühle cool am Flughafen, weil ich It's so schön. I don't have to bring it. Beim Drop-off mich anstellen. Wozu auch? Bin. It's nice to. Schön. Nice. Travel light. Jesus is challenging. Lasst uns mal nachschauen. And we know the scripture. And the scripture is following. I will read it in. Oh, you can. Ja, okay. Yeah. Kommt zu mir, die alle, die euch plagt und von eurer Last werdet. Ich werde. Nehmt und lernt von mir, von Herzen, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Leicht. Verse. Der nächste Vers. Offen. Es geht noch weiter, noch weiter. Yes. Nächste Folie. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. We want to lay down, ablegen. Ja, wir wollen unsere Lasten ablegen. That's powerful. Das ist ganz, ganz stark. So Jesus is saying, Jesus sagt, my desire for you is to travel light. Mein Wunsch für euch ist, dass ihr leicht reist, mit leichtem Gepäck. But our responsibility, aber unsere Verantwortung is to lay aside, to lay down our burdens. Ist, dass wir unsere Lasten ablegen. Hello. Hallo. We've got a responsibility ourselves. Wir haben selbst eine Verantwortung. When I read this, hat's mich schockiert. Because sometimes, denn manchmal, we pray, wir beten, oh Lord Jesus, oh Herr Jesus, oh Lord Jesus, Jesus, oh, free me, befrei mich. And the Bible is saying, und die Bibel sagt, I lay down, ich lege ab, all the burdens, alle Lasten. Powerful. Das ist echt stark. Another translation. Eine andere Übersetzung. And I like this translation. Und ich mag die. Saying the following. Sagt Folgendes. Stripping off every unnecessary weight. Er legt alles unnütze Gewicht ab. Stripping off. I don't want it anymore. Ich will das nicht mehr. Ich leg das ab. Hallo? I don't want it. Ich will das nicht mehr. Want ich will want because I want to travel light. Weil ich mit leichtem Gepäck unterwegs sein will. Halleluja. Halleluja. Are you with me? Seid ihr da? Okay. You're doing great. Ihr macht das großartig. You're doing great.
Thank you, thank you, thank you. Danke, yes, vielen Dank yes, für das okay, Feedback. Okay, spontaneous, danke. Thanks. Ganz spontan, danke. But you know what I like? Aber wisst ihr, was mir gefällt? Jesus is speaking his desire for us. Gott drückt seinen Willen für uns aus. I want you to travel light. Ich will, dass ihr leicht unterwegs seid. Then God is laying a responsibility with us. Und dann gibt Gott uns eine Verantwortung, to lay aside, to strip off every weight. Dass wir jedes Gewicht, unnötige Gewicht ablegen. But then there's something great. Aber dann kommt was Großartiges. And that's the following verse. Das ist der nächste Vers. And I love this. Und ich liebe es. And it's saying the following. Das sagt. Yes. Es geht weiter. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Dient einander in Liebe. Isn't okay, that? Yeah, that's it. Mm-hmm. The calling of us, unsere Beruf, to live in freedom. Freiheit zu leben. It's not, it's not an option. Das ist keine Option. It's our calling. It's unsere Berufung, frei zu sein. What? That's far more. Das ist viel mehr than option. Als eine Option. Option A. Option A. Freedom. Freiheit. Option B. Option B. Stress. Stress. Option C. Option 3. Bound for life. Gebundenheit fürs ganze Leben. Jesus is telling us. Jesus sagt uns. My desire for you. Mein Verlangen, mein Wunsch für euch ist es, you are free. Dass ihr frei seid, dass du frei bist. You are called. Ihr seid berufen for freedom. Zur Freiheit. Ooh, I love it, I love it. Ich liebe das so sehr. Some people think. Manche Leute denken. Yeah, Karim, it's easy for you. Ja, Karim, das ist für dich ganz leicht. You are just how you are. Du bist einfach so, wie du bist. And that's why you're free. Und deshalb bist du frei. Walk with me 1 week. Geht mal mit mir eine Woche, seid mit mir unterwegs. Be in my head for 1 week. Lebt mal in meinem Kopf für eine Woche. Leif im Hof, die haben Kopf neu. I have to decide and I have to make choices myself. Ich muss das auch wollen und ich muss selber Entscheidungen dafür treffen. And I will show you which choices I made. Und ich werde euch zeigen, welche Entscheidungen ich treffe. And the last verse, I love this very much. Und der letzte Vers, den liebe ich auch sehr. Yeah, komm. Zephania. Yeah. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schwelgt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. This is the God I serve. Das ist der Gott, dem ich diene. Hello. Hallo. Do we serve the same? Dienen wir demselben Gott? This is powerful. Das ist so stark. Because the word there. Denn das Wort dort. Ein Held, der rettet. Ein Held, der rettet. Rettet is more than only save. Retten ist mehr als nur jemanden retten. It's the hero. The held, he delivers. Der Held, der befreit. He sets us free. Er macht uns frei. That's the word what is meant with saves. Das ist das Wort, das dort steht für rettet. Er befreit. You know what I like? Wisst ihr, was mir gefällt? We have a God who is a hero. Wir haben einen Gott, der ein Held ist. Das gefällt I like that. We are Marvel fans in our home. Aber wir sind Fans von dieser Serie Marvel. Do we know Marvel? Kennt ihr jemand diese Marvel-Serie? Oh, you're all Christians, okay. Ihr seid Christen, alles klar. Das sind diese Superhelden. So we like to watch the movies like Iron Man and all the kinds and Batman and. Wir gucken so gerne. Oh no, that's not Marvel. Sorry. Wir gucken diese Serien Iron Man und so weiter, diese Marvel-Serie. But a hero is strong. Aber ein Held ist stark. And our God is the hero their heroes. Und unser Gott ist der Held aller Helden. He is above Iron Man. Er ist noch höher als der Iron Man, noch stärker. He is powerful man. Er ist ein ganz starker Mann.
And because he is powerful, und weil er so stark und mächtig ist, he can free us. Kann er uns befreien. Das. Love it. My daughter is here. Meine Tochter ist hier. And my heart for my daughter. Und mein Herz für meine Tochter. As a father. Als Vater. Is that she is free. In meinem Herzen ist, dass sie frei sein soll. Das ist mein Herzenswunsch. Is that she lives. Dass sie lebt. Without burden. Ohne Lasten. That's my heart for her. Und das ist mein Herzenswunsch für sie. And I'm glad when burdens are falling off. Und ich bin glücklich, wenn Lasten von ihr abfallen. Why? Warum? I'm her father. Weil ich ein Vater bin. I want to see my child free. Ich will, dass mein Kind frei ist. That's the heart of this text. Und das ist das Herz dieses Verses. The heart of the father is that he wants us to be free because we are his children. Der des Vaters Herzenswunsch ist es, dass wir frei sind, weil wir seine Kinder and he is sind. Shouting over you and he is glad over you. Und er jaucht über euch und er freut sich über euch. God is glad with me. Gott freut sich über mich. Let us say it loud. Lasst uns das mal laut aussprechen. Gott ist freut sich über mich. Again. Gott freut sich über mich. And now like we mean it. Gott freut sich über mich. Amen. Wow. I want to take time. Ich möchte jetzt Zeit nehmen. To lay a good fundament. Um hier eine gute Grundlage zu legen. About this preaching. Für diese Predigt. It's not only a feeling. Es geht hier nicht nur um Gefühle. It's not only an emotion. Es geht hier nicht nur um Emotionen. It's the heart of the Bible. Sondern es geht um das Herz der it's Bibel. The heart of God. Das Herz Gottes. But let me say this. Aber ich will Folgendes sagen. If God is free you, wenn Gott dich frei macht, and when the power of God is falling on you, und wenn die Kraft Gottes auf dich fällt, and the burdens in your life will go away, und die Lasten von dir abfallen, stimme auf, and everything is gone, und wenn alles weg ist, listen up, hör zu, then you're free, dann bist du frei, and when you're free, und wenn du frei bist, you will reach the city, wirst du die Stadt erreichen. You will bring the gospel. Dann wirst du das Evangelium in die Stadt bringen. You bring faith, love and hope. Dann bringt ihr Glaube, Liebe und Hoffnung. Because nothing denn nichts is holding you back. Hält dich dann mehr zurück. Why? Warum? You're free. Weil du frei bist. Why? Warum? You travel light. Weil du mit leichtem Gepäck unterwegs bist. And when God is saying something to you, und wenn Gott dir etwas sagt, you're free to go. Dann bist du frei, das auch zu tun. When God is calling you to German to preach, wenn Gott dich nach Deutschland ruft, um zu predigen, you're free to go. Dann bist du auch frei, das zu machen. It can be a burden. Es kann eine Last sein. But the food is so good. Are we on the same page? Versteht ihr, was ich meine? God wants you to be free. Gott möchte, dass ihr frei seid. God wants you to travel a big burden. Große Last is fear. Ist Furcht. Fear is a big burden. Furcht ist eine schwere Last. It can really be a burden in our lives. Kann wirklich eine Last in unserem Leben sein. Fear of man. Menschenfurcht. What do they think about me? Was denken die nur über mich? Let me say this. Ich will euch Folgendes sagen. When I come to this door. Als ich durch diese Tür kam, I have to lay down musste ich ablegen my fear. Meine Furcht. It's the first time in Germany. Das ist das erste Mal, dass ich in Deutschland predige. What do they think? Was denken die über mich? Maybe it's too much the way I do. Vielleicht ist das, bin ich zu viel, maybe meine I Art. Should lay down a little bit. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen mäßigen. Maybe I should build up easy. Vielleicht sollte ich das so ganz langsam aufbauen. Fear, fear, Furcht, fear, Furcht. Fear. I have to lay it down. Ich muss es ablegen. If I don't lay it down, wenn ich es nicht ablege, I'll be under it. Dann gerate ich darunter, unter die Angst. And I'm not going to function well. Dann werde ich nicht gut funktionieren. My son was preaching. Mein Sohn hat gepredigt. And he said to me, und er sagte zu mir, Daddy, every time I'm
going to preach. Papa, jedes Mal, bevor ich predige, fear is coming. Kommt die Angst. Fear is coming. Kommt die Angst. I cannot function anymore, Daddy, with the fear. Papa, ich kann das mit dieser Furcht nicht mehr aushalten. He was standing on the stage. Er stand auf der Bühne. Behind a curtain. Hinter einem Vorhang. And he had to go to preach. Und er musste nach vorne gehen, um zu predigen. And there were 3000 teenagers. Und da waren 3000 Teenager im Saal. Waiting. Die warteten auf ihn. And he said, und er sagte, Daddy, Papa, I made a choice. Ich habe eine Entscheidung getroffen. This is the last time I ever preach. Das ist das letzte Mal, dass ich predigen werde. Because I cannot handle the fear. Weil ich mit dieser Furcht einfach nicht zurechtkomme. I cannot handle it. Ich komme damit nicht klar. It's too much. Es ist zu viel für mich. And that's what he said behind the curtain to himself. Und das hat er zu sich selbst gesagt hinter diesem Vorhang und auch zu Gott. The moment he said it. Und in dem Moment, als er es gesagt hat, there was a song playing. Spielte ein Lied. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Ich bin kein Sklave der Angst mehr. I'm no longer slave to fear. Ich bin ein Kind Gottes. I am a child of God. Listen up. Hör zu. He was standing here. Er stand dort. It's the last time he decided. Und er hatte gerade beschlossen, das letzte Mal. The song was playing. Dann kam dieses Lied. He made a choice. Und dann hat er eine Entscheidung getroffen. He made a choice. Made a choice. Er traf eine Entscheidung. And he said, I lay down my fear. Ich lege meine Furcht ab. I don't wanna live by fear anymore. Ich will nicht mehr von Furcht bestimmt werden. Stripping off every unnecessary weight. Hat jedes unnötige Gewicht abgelegt. He laid it off. Er hat's abgelegt. He made a choice. Hat eine Entscheidung getroffen. And he broke fear. Und hat die Furcht zerbrochen. And he made another choice. Und eine weitere Entscheidung getroffen. I won't let fear rule my life anymore. Ich werde der Angst oder der Furcht nicht mehr erlauben, mein Leben zu regieren. In power. In Kraft. He stood up the platform. Ist er dann auf die Bühne gegangen. He preached the word. Und hat das Wort gepredigt. Since that time, seit diesem Zeitpunkt he's free from fear. Ist er frei von Furcht. It's powerful. Das ist echt stark. And sometimes it's just a decision like that. Manchmal erfordert das nur eine solche Entscheidung. Another time it is a process. Und manchmal ist es auch ein Prozess. But the point is, I don't want to live by fear anymore. Aber das Wichtige ist, ich will mich nicht mehr von Furcht beherrschen lassen. Because it's pressing on me. Weil es mich niederdrückt. The Bible is saying, die Bibel sagt, don't fear. Fürchte dich nicht. I'm with you. Ich bin bei dir. Don't be afraid. Hab keine Angst. I hold your right hand. Denn ich halte dich bei deiner rechten Hand. God, the maker of the universe, is saying, I'm with you. Und der Schöpfer des Universums, Gott, sagt, ich bin bei dir. Powerful. Stark. Powerful. Das ist stark. Hey. Hallo. It's not anybody who's saying it is the maker of heaven and earth. I'm with you. Es ist nicht irgendein Nobody, der das sagt, sondern der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sagt, ich bin bei dir. Power. Das ist echt kraftvoll. I'm so glad. Ich bin so glücklich. That God delivered me from fear. Dass Gott mich von Furcht befreit hat. I was in Suriname. Ich war in Suriname. As a missionary. Als Missionar. And some people broke in my house. Und Leute sind in mein Haus eingebrochen. And I was lost, man. I was lost. Und ich war völlig durcheinander, total. And I thought, man, I'm a missionary. God has to be with me. How is it possible? Da dachte ich mir, Mann, ich bin doch Missionar. Gott ist doch mit mir. Wie kann dann das sein, dass sowas passiert? So the next night I'm going to sleep. Und dann am nächsten Abend ging ich ins Bett. Could not sleep. Konnte nicht schlafen. Fear came. Die Furcht kam. Fear came like a blanket. Und die Furcht kam wie so ein Laken auf mich. And I was mich. Laying in my bed. Und ich lag im Bett. Hab schwer geatmet. So I stood up. Bin ich aufgestanden. And I broke
fear over my life. Und ich habe die Furcht gebrochen über meinem Leben. I thought I don't want to live under fear. Und ich habe beschlossen, ich will nicht unter der Furcht leben. Then God gave me a scripture. Dann gab Gott mir eine Bibelstelle. And it was not so encouraging. Und es war nicht so ermutigend. The first part. Der erste Teil. The righteous man fell 7 times. Der Gerechte fällt 7 Mal. That's not nice. Das ist nicht besonders nett. But then the second part is powerful. Aber der zweite Teil ist dann echt stark. But he stands up. Aber er steht jedes Mal wieder auf. Listen, guys. Hört mir zu, Leute. If we fall 7 times, wenn wir 7 Mal fallen, we stand up 8 times. Stehen wir 8 Mal wieder auf. Hello. Hallo. And every time a little bit stronger. Und jedes Mal ein bisschen stärker. And every time we have learned a little bit more. Und bei jedem Mal haben wir etwas mehr dazugelernt. And sometimes you stand up. Und manchmal stehst du auf. With blood in your nose. Mit einer blutigen Nase. Broken ribs. Und gebrochenen Rippen. You got scars all over. Und ihr habt überall irgendwelche Wunden. Of all the times you fall. Pardon? Of all the times you fell down. Und von allen Malen, wo ihr runtergefallen seid. But you stand up. Aber ihr steht wieder auf. You stand up. Ihr steht auf. Amen. Amen. Stripping off every unnecessary weight. Und ihr legt alles überflüssige Gewicht ab. No more fear in my life. Keine Furcht mehr in meinem Leben. No more fear in my life. Keine Furcht in meinem Leben. Praise God. Preist den Herrn. This is point one from 7 points. Das war der erste Punkt von 7. No, no. Travel light. Seid mit leichtem Gepäck unterwegs. God wants to free us from burden. Gott möchte uns von Lasten befreien. Another burden. Eine weitere Last. Is incorrect focus. Ist der falsche Fokus. Incorrect focus. Falscher Fokus. Worauf fokussiere ich mich? We can be focused on so many things. Wir können uns auf so viele Sachen konzentrieren. Wait a minute. Wart mal. I got a WhatsApp from my wife. Wait. Ich habe ein WhatsApp von meiner Frau gerade bekommen. Okay. We can be focused. Wir können konzentrieren uns on so many things. Auf so viele Sachen. And I think this is one of the most scary things sometimes. Und ich denke, das ist eine der furchterregendsten Sachen manchmal. You know why? Wisst ihr warum? In itself it's not wrong. In sich selbst ist das Smartphone ja nichts Falsches. But when my focus, aber wenn mein Fokus is only on the worldly things, sich nur noch auf die weltlichen Dinge richtet, it will draw me away from the spiritual things. Dann zieht es mich weg von den geistlichen Dingen. I like Netflix. Ich mag Netflix. I had a fight with the remote control of some people in this room. Ich hatte mit einigen Leuten in diesem Raum Kämpfe über die Fernbedienung. So almost I get irritated. Also ich werde jetzt schon fast wütend. Not almost, I get irritated. Aber ich werde manchmal wütend. Because my focus was I want to see it. Weil mein Fokus darauf war, ich will das unbedingt sehen. And there are so many focus in life. Und es gibt so viele Dinge, auf die wir uns fokussieren im Leben. That get our attention. Die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. And before you know, it's gonna be a burden. Und noch bevor wir das merken, wird es zu einer Last. Before you know, it has you instead of you having it. Und ganz schnell, Jan, kriegt dich das in den Griff, statt dass du es im Griff hast. My son is saying, Papa, everybody is addicted. Mein Sohn sagt, Papa, alle sind abhängig. You too. Ihr auch, ihr seid auch süchtig. Live without 1 week. Lebt mal eine Woche ohne das Ding. And before you know, it's a burden. Bevor man das überhaupt mitkriegt, wird es zu einer Last. Social media. Soziale Medien. Addictions. Süchte. Sex. Sex. Booze, drinks. Alkoholische Getränke. Games. Spiele. It can all be a burden.
Es kann alles zur Last werden. If it's out of balance. Wenn es außer Listen nicht mehr ausbalanciert ist. Out of balance. Ja, wenn es nicht mehr im Gleichgewicht ist. Because I like them all, what I said. Ich mag das alles, was ich gerade erwähnt habe. Also Sex. Auch Sex. Yes. Yes. But when it's, aber wenn es außer Kontrolle gerät, dann wird es zur Last. Let us lay aside. Lasst uns alles ablegen. Every burden. Jede Last. A third burden. Eine dritte Last. Is unforgiveness. Ist Unversöhnlichkeit. Puh. Yeah. Unforgiveness. You know, forgiveness means Vergeben bedeutet, that you do not hold the other for what he has done to you. Dass du dem anderen nicht mehr nachträgst, was er dir angetan hat. No longer hold on to your pain or anger. Dass du nicht mehr länger an deiner Wut und an deinem Schmerz festhältst. Unforgiveness. Unversöhnlichkeit keeps us stuck in the past and creates all kinds of burden in the present. Lässt uns in der Vergangenheit festsitzen und schafft in unserer Gegenwart alle möglichen Lasten und Behinderungen. I can hate somebody. Ich kann jemanden hassen. But the other person is sleeping well. Aber der andere schläft super nachts. And I don't sleep. Aber ich schlaf nicht. Because I hold all kinds of things against him. Weil ich alle möglichen Dinge ihm anlaste. It's difficult sometimes. Manchmal ist es echt schwierig. But forgive. Aber vergebt. Forgive. Vergebt. Jesus is challenging us to forgive like we are forgiven. Jesus fordert uns heraus, so zu vergeben, wie uns vergeben worden ist. Amen. Amen. So important. Es ist so wichtig. We can only travel light. Wir können nur mit leichtem Gepäck unterwegs sein. If we forgive. Wenn wir vergeben. Otherwise we travel heavy. Andernfalls schleppen wir uns ab. And it holds us. Und das hält uns fest. Fourth. Der vierte, die vierte Last. Rejection. Ablehnung. When I was young, als ich jünger war, there was a teacher, gab es einen Lehrer, and he said this, und er sagte, well, in Dutch it's okay, it's he said, Karim Londulsi, I have to puke when I see your face. Er sagte, Karim Londulsi, ich muss kotzen, wenn ich dich sehe. Ja. Yeah. As a young child, als Kind, those words were horrible. Waren diese Worte für mich so furchtbar? More than 30 years ago, it was said. Es wurde vor mehr als 30 Jahren gesagt. Still I know it. Aber ich erinnere mich immer noch dran. I don't live by it. Ich lebe nicht mehr danach. But still I know it. Aber ich weiß es immer noch. There is so much rejection. Es gibt so viel Ablehnung. Also in the body of Christ. Auch im Leib Christi. And I have noticed it's a strong burden for so many people. Und mir ist aufgefallen, dass es eine starke Last ist für so viele Menschen. What happened to you, youth? Was in deiner Jugend passiert ist. What people say. Was Leute zu dir gesagt haben. Come on, do your best. Gib jetzt mal dein Bestes. You can do nothing. Du kannst ja gar nichts. Stupid. Du bist ja doof. Schwein. Ah, Schwein in einem Kerkgesäch, lecker. Okay. Ist irgendwie auf Holländisch lecker, aber alles gut. But so many words. So viele Worte. I work with children. Ich arbeite mit Kindern. That cannot live in a home anymore. Die nicht mehr zu Hause wohnen können. And those children has a lot of baggage. Und diese Kinder, die tragen viel Gepäck mit sich herum. And they carry a lot of weight. Und die tragen schwere Lasten. Because they heard so many times. Weil sie so oft gehört haben. You're nothing.
Du bist doch nichts. Du bist nichts wert. You cannot do it. Du kannst es sowieso nicht. It will never be something with you. Aus dir wird nie was werden. Burden, burden, Last, burden, Last, burden. Noch eine Last. God wants to free us. Gott will uns freisetzen. From the rejection. Von Ablehnung. This is so important, church. Das ist so wichtig für die Gemeinde. Because we can live and we can pretend. Und wir können leben und können Hi. Vorgeben. Hi. Yeah, yeah. There's a lot of movement in the first row. Da ist echt viel Bewegung. Never again you're going to sit in the first row. In der ersten Reihe. Du wirst wahrscheinlich nie wieder in der ersten Reihe sitzen. Fear was the first one. Oh, the second Furcht, one. Furcht war das erste, was ihr loswerden müsst. Hi. 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 Hello. Hello. How are you doing? Wie geht's dir? Good. 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 And we go away. Und wir gehen raus. And there's pain in our heart. Und das Schmerz in And unserem Herzen. Sometimes rejection in our heart. Und manchmal ist da Ablehnung. And God wants to free us. Und Gott will uns frei machen davon. Because I'm loved. Weil ich geliebt bin. I'm wanted. Weil ich gewollt bin. And I'm blessed. Und weil ich gesegnet bin. Do we know the? Can we talk a little bit English? Können wir ein bisschen Englisch sprechen? Yes. And otherwise we practice. Und falls das schwierig ist, üben wir jetzt. And Oma. Ja? There's Oma. I greet Oma a little bit. Hello, Oma. Ich möchte die ältere Dame dort begrüßen. I love Omas. Ich liebe Omas. Hello, Oma. Wie geht's? Okay. I can kiss women. When they are older than 70. Ich kann Frauen küssen, wenn sie älter sind als 70. My wife is okay. Für meine Frau ist das in Ordnung. So I give you a kiss. Darf ich dir einen Kuss geben? Yes. God wants to free us. Gott will uns freisetzen. I told you, friend. Ich habe dir gesagt, mein Freund. So let's say together. Lasst uns gemeinsam sagen. I'm loved. Ich bin geliebt. No, in English. In English. Sag das auf Englisch. In English, in English. I'm loved. I'm wanted. I'm blessed. I'm loved. I'm wanted. I'm blessed. I'm loved. I'm wanted. I'm blessed. Rah, rah, rah. This is important. Das ist wichtig. Ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin gesegnet. So. When somebody is saying something to you. Wenn irgendjemand was zu dir sagt. And those words are rejecting you. Und wenn diese Worte ablehnend sind dir gegenüber. You say? Dann sagst du: Ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin gesegnet. You say, I'm loved, I'm wanted, I'm blessed. Power. Das ist kraftvoll. Power. You can come. I end with this. Ich ende mit folgendem. When preachers say, I'm ending with this. Wenn Prediger sagen, ich komme jetzt zum Schluss, Doppelpunkt. It's just to ease the pain that is taking so long. Es ist einfach, um diesen Stress ja, zu vertreiben, dass das schon so lange dauert, diese Last. The fifth and maybe one of the biggest last burden. Der fünfte Punkt, vielleicht eine der größten Lasten. You know what it is? Ihr wisst, was das ist? Pride. Stolz. I can do it alone. Ich kann das alleine schaffen. Pride is saying. Der Stolz sagt. Stress level. Der Stresslevel geht jetzt gerade in die Höhe. I don't need this. Ich brauche das nicht. I don't need the cross. Ich brauche das Kreuz nicht. I don't need it. Ich
Ich brauch's nicht. I can do it my own. Ich kann das selbst. That's what pride says. Das ist das, was der Stolz sagt. It's not broken. Okay, okay, okay. Look, look, look. God wants to free us from pride. Gott will uns auch von Stolz freisetzen. We have to lay down. Wir müssen es niederlegen. Pride. Den Stolz. I kneel before you. Und vor Gott knien. I need you. Herr, ich brauche dich. I need you. Ich brauche dich. I cannot do it alone. Ich kann das nicht selbst. I lay down. Ich lege es nieder, ich lege es ab. All my burden. Alle meine Lasten. I lay it down. Ich lege sie nieder. A reality check. Und jetzt wollen wir das mal checken bei uns. We all have burdens. Wir haben alle Lasten. I have burdens. Ich habe Lasten. Even the pastor has burdens. Selbst der Pastor trägt Lasten mit sich herum. And we gotta lay it down. Und wir müssen sie ablegen. Shall we stand? Können wir bitte aufstehen? Hello, children. Hallo, ihr Kinder da oben. Wonderful that you are here. Toll, dass ihr da seid. This preacher takes a little bit more time. Dieser Prediger braucht ein bisschen länger. But he is once in a year here. Aber er ist nur einmal im Jahr da. So show mercy. Und seid bitte gnädig mit mir. Child workers, so mercy. Ihr Kinder, Mitarbeiter, okay. Seid gnädig. Otherwise, it's going to be a burden. Andernfalls wird's zur Last. Lord Jesus. Herr Jesus. Thank you that your word is saying. Danke, dass dein Wort sagt. That your longing for us is that we travel light. Dass dein Verlangen ist, dass wir leicht unterwegs sind. Thank you that your calling over our lives is that we live in freedom. Danke, dass deine Berufung auf unserem Leben ist, dass wir in Freiheit leben. But that you also challenge us. Aber dass du uns auch herausforderst. To strip off every burden. Jede Last abzulegen. And give it over to you. Und sie dir zu geben. And thank you, God. Ich danke dir, Gott. That you are the hero that saves. Dass du der Held bist, der rettet. That you're the hero that delivers. Dass du der Held bist, der befreit. And when every eye is closed. Und wenn alle Augen geschlossen sind. I really, really want to challenge you. Möchte ich euch wirklich herausfordern. Don't leave this building. Verlass dieses Gebäude nicht. With burden. Mit Lasten. Don't leave it. Verlasst es nicht mit euren Lasten wieder. But be free. Sondern lasst euch freisetzen. Free from the burden of the past. Frei von den Lasten der Vergangenheit. Free from the burden of rejection. Frei von der Last der Ablehnung. Free from the burden of fear. Frei von der Last der Furcht. Free from the burden of wrong focus. Und frei von der Last des falschen Fokus. Free from the burdens of pride. Frei von der Last des Stolzes. Free, free, free. Ganz, ganz frei. And let us put our hands in front of us. Und lasst uns unsere Hände ausstrecken. It means I'm open. Das bedeutet, ich bin offen. Here am I, Lord. Hier bin ich, Herr. Set me free. Setz mich frei. In the name of Jesus. Im Namen Jesu.